Ja, live da von Leogang mit dem Pam King, hä? So, Waldo, wie ist der heute in der Quali gelaufen? Nicht ganz nach Plan, also Lauf ist eigentlich ist nicht so geil gewesen, aber Platz ist okay gewesen, 11. 11, ja, das ist ein starkes Resultat. Meinst du, da liegt morgen mehr drin? Das habe ich gewusst. Und der Wind, der hat dich nicht gestört? Ist das nicht ein kleines Problem gewesen? Ja, ein paar Grad ist Rückenwind, ist geil, ein paar Grad ist Gegenwind, ist dann inner minder, aber es war für jedes Gleiche gewesen. Das stimmt. Sali Benni, 23. der WM-Quali. Was meinst du zu deinem Quali-Lauf? Ja, es ist eigentlich nicht schlecht gelaufen, bis auf einen grossen Fehler, wo es mich selber wundert, weil ich das dort verloren habe. Ehrlich gesagt nerve ich mich recht ab dem, aber ich muss mich zufrieden geben, dass ich mit so einem grossen Fehler gleich noch 23. werden konnte. Von dem her muss ich positiv schauen, das positiv anschauen und dann für morgen nochmal alles geben. Ja, und sonst, was meinst du zu der Strecke? Sie haben ja noch einiges gemacht von gestern auf heute. Meinst du es besser, oder? Ja, in dem Sinn schon. Es wird einfach dann tricky, wenn es wirklich nass wird, weil die Absprünge recht rutschig werden. Aber es ist schon mal gut, dass sie hart sind. Und was sicher auch noch ein Knackpunkt wird sein, das ist eigentlich dort, wo ich meinen grossen Fehler gemacht habe, bei der grossen Pro-Section unten, im zweiten Sprung. Und ja, ich denke, das werden so die Schlüsselpunkte sein von dieser Strecke. Aber ja, ich denke, es kommt gut. Wenn es morgen schön Wetter ist sowieso, wird es ein spannendes Rennen. Also meinst du, wenn du jetzt deinen grossen Fehler nicht machst, liegen mindestens Top 20 drin? Ja, also auf jeden Fall. Das wäre auch das Ziel. Und ja, ich hoffe, dass ich das so wird können verfolgen und das Ding auch so durchziehen. Dass ich hier vorne hier fahren kann. Okay, in dem Fall viel Erfolg für morgen und schönen Abend noch. Merci vielmals.